Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen die Marke NAM testen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die bei Maxim gesehen, der hat die im Rossmann entdeckt und dann habe ich mal ein bisschen geshoppt. Preislich würde ich persönlich sagen, sind wir so ein bisschen auf BH Cosmetics Niveau von damals so. Ne? Was mir fehlt, ist eine Lidschattenpalette. Da werde ich ein separates Video dann machen, weil da werde ich eine etwas fancy Palette verwenden. Ja, es sieht alles relativ schlicht aus vom Packaging her. Alles so bräunlich beige gehalten, sehr zurückhaltend. Ich mache jetzt die eine Gesichtshälfte hier mit dem Smooth and Blur Primer Pore Refiner. Und ja, da steht es auch immer drauf, dass es vegan ist. Und es ist auch immer eine deutsche Beschreibung mit dabei. Wir haben hier einen Pumper und das scheint auch irgendwie so eine leichte Tönung mit dabei zu haben. Den gebe ich mir mal auf diese Seite. Macht das eine Porenverfeinerung? Ich weiß ja nicht. Sammy nascht sich gerade ein bisschen was. Ja, es macht ein bisschen Smoothing, aber aufgrund der Hautpflege, die da drunter ist, kommt der Glow definitiv noch weiterhin durch. Dann habe ich jetzt hier einmal das Pendant dazu. Das ist ein sehr glowy Primer und zwar Gold Luxury Primer. Das ist dieser hier. Eine wahre Vitaminbombe. Natürliche Nährstoffe für Ihre Haut. Glättet Falten, pflegt die Haut luxuriös und bereitet den Turn perfekt auf das Make-up vor. Da sind auch so ein bisschen Goldstückchen drin. Ich hoffe, dass die sich auf der Haut aber relativ gut auflösen. Der kommt jetzt mit einer Pipette. Und die Konsistenz ist wirklich eher serumartig, während der andere Primer eher wie eine Creme war. Aber der Unterschied ist schon krass, ne? Wow. Da sieht man wirklich, dass es definitiv zwei unterschiedliche Primer sind. Also hier habe ich tatsächlich etwas auch vom Hautgefühl. Es ist ein bisschen weich. Trockener fast schon, ne? Und hier habe ich wirklich Feuchtigkeit, Glow. Aber beide gefallen mir. Also wenn man halt richtig auf die Kacke hauen möchte und richtig krassen Glow haben will, ist diese Seite, glaube ich, ganz gut. Wenn man es ein bisschen dezenter haben möchte, die Seite. Dann habe ich hier die Foundation. 90% natürliche Inhaltsstoffe. Ich hoffe, die Farbe passt. Das ist mit veganem Kaviar. Natural Glow Finish Buildable Coverage in der Farbe 01C Swan. Auch hier ist ein Pumper mit am Start, aber ein guter Pumper und eine Glasflasche. Das war eben bei den anderen Primern tatsächlich auch so der Fall. Also man merkt es halt schon, dass es ein bisschen hochwertiger ist. Vielleicht passt die Farbe. Mal gucken. Hier habe ich jetzt einen ganz dezenten Duft, aber nicht wirklich. Dann habe ich hier auch noch einen Pinsel mir bestellt. Dieser C12 Kabuki Pinsel. Da gab es auch noch super viele andere Pinsel, aber ja, die waren halt gar nicht mal so günstig. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ja, es ist wirklich Swan, ne? Ich habe, oh je. Habe ich mich vergriffen, Sammy? Man weiß es nicht. Es ist schon heftig, ne? Aber ja, gibt auf jeden Fall noch Glow mit dabei. Aber guckt euch das mal von der Seite an. Mein Gesicht ist immer ein bisschen roter oder röter, als mein Hals tatsächlich ist. Ne? Also so sieht es nicht so schlimm aus, finde ich, als wenn man das halt so jetzt gerade sieht. Es ist Gott sei Dank nicht ganz so krass Full Coverage und lässt sich gut ausblenden. Verbindet sich auch ganz gut mit dem Primer. Das hat auf dieser Seite jetzt schon mal ganz gut funktioniert. Und jetzt machen wir die andere, damit es nicht ganz so wild aussieht. Mhm. Auch auf dieser Seite verbindet sich das ganz gut mit der Foundation, aber mir gefällt definitiv diese Seite besser. Ich muss aber auf jeden Fall das Ganze mit einem Schwämmchen noch einarbeiten, weil nur durch den Kabuki alleine sieht das meiner Meinung nach nicht vernünftig aus. Ne? Da habe ich jetzt hier auch von NAM mir diesen Schwamm geholt und blende das Ganze nochmal in die Haut ein. Also es fühlt sich definitiv alles sehr mit Feuchtigkeit versorgt in meinem Gesicht an. Ne? Es fühlt sich gut an, angenehm, als hätte ich im Prinzip einfach noch ein bisschen Creme drauf gegeben. Ich glänze an beiden Seiten, also der Glow von der Foundation ist echt real. Also mir gefällt es definitiv mit dem Glowy Primer besser, wobei man da halt echt aussieht, als hätte man einmal Wasser ins Gesicht bekommen. Aber die Foundation an und für sich ist halt nice, wäre aber jetzt so nicht meine favorisierte Foundation, weil dafür verbindet sie sich jetzt nicht super genial mit der Haut. Zwei Concealer habe ich jetzt hier auch am Start. Einmal den Pro Shaping Concealer und den Creaseless Camouflage Concealer. Alles habe ich in 01 C Swan mir bestellt und ich starte hier mit dem Pro Shaping Concealer auf dieser Seite. Ich gebe mir erstmal ein bisschen was so in den Innenwinkel und in den Außenwinkel, ne? Einfach um ein Gespür dafür zu bekommen, wie der so ist. Arbeite mir das schön mit dem Schwämmchen ein, auch auf meinem Lid, weil ich keinen Lidschattenprimer habe. Lidekraft würde ich leicht bis mittel bezeichnen, also wirklich passend zur Foundation. Hat sich auch schön einarbeiten lassen und mit der Foundation verbunden. Und das gefällt mir vom Finish schon mal ganz gut, muss ich sagen. Das sieht auch nicht mehr so wild aus, weil natürlich mein Auge hier ist noch ein bisschen in einer anderen Farbe als meine Foundation-Haut. Dafür verwende ich jetzt hier diesen Concealer. Das ist der Creaseless Camouflage. Da bin ich auch einfach mal gespannt drauf. Der ist viel kleiner als der hier, enthält aber nur 1 Milliliter weniger. Also hier haben wir 5 Milliliter, hier haben wir 6 Milliliter.
und das sieht irgendwie gelber aus. Wow, okay, ich habe ein bisschen Angst. Da mache ich mir auch nur ein bisschen was drauf, weil hier vermute ich auch eine relativ hohe Dickkraft. Der ist auch viel flüssiger. Also hier hatte ich eine etwas cremigere Konsistenz. Das hier hat sich jetzt auch schon beim Auftragen etwas flüssiger angefühlt. Der verbindet sich wirklich auch ganz, ganz toll mit der Haut und hat eine etwas höhere Deckkraft als hier. Also hier würde ich tatsächlich Medium sagen. Es ist aber nicht Full Coverage oder so, ne? Gut, ich habe auch nur ein bisschen was aufgegeben. Und ich kann jetzt auch gar nicht so gut sagen, welche der beiden Seiten mir jetzt tatsächlich besser gefällt. Also jetzt so im ersten Blick mag ich beide. Ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen natürlicheres Finish, ein bisschen mehr Feuchtigkeit, also es hat mehr Glow mit dabei. Wohingegen ich hier das Ganze etwas matter habe und etwas stärker, aber beide mag ich gerne leiden. Also es sind wirklich beides sehr, sehr schöne Concealer. Da sieht man auch wirklich nur einen Unterschied meiner Meinung nach, wenn man ganz nah rangeht. Und den Camouflage Concealer verwende ich auch mal, um eine kleine Mr. Fried Geschichte abzudecken. Gar nicht so deckend, wie er verspricht. Also Camouflage? Ich weiß ja nicht. Natürliches Camouflage vielleicht. Wir haben keinen klassischen Puder-Highlighter oder so bei NAM. Deswegen habe ich hier die Diamond Drops Highlighting Mixer in der Farbe Nummer 1 Moonlight. Highlighter Diamond Drop Mixer ist multitaskingfähig, konzentriert und langanhaltend und sorgt für einen kreativen Glanz im Make-up. Also ich werde mir das jetzt auch einfach als Highlighter auftragen. Das kannst du dir sicherlich auch in die Foundation mit reinmischen, wenn du noch mehr Glow haben willst. Aber ich finde, ich habe echt ordentlich Glow. Und das ist wirklich eher gülden. Ich hätte gehofft, dass das nicht ganz so gold ist. Aber mal schauen. Ich nehme jetzt hier meinen Kabuki-Pinsel und arbeite das entsprechend ein. Ja, das ist mir leider zu dunkel. Aber naja, ich habe es jetzt ja auch unter dem Puder. Und da kommt ja auch nachher noch Bronzer und Blush quasi drüber, sodass wir das farblich noch ein bisschen angepasst bekommen. Aber für mich wäre das jetzt auf dem Puder viel zu dunkel. Man sieht hier einen richtigen Balken, ne? Es riecht auch irgendwie alles nach frisch gewaschener Wäsche und leicht blumig, was ich mir auftrage. So pudrig blumig, so würde ich das beschreiben. Genau, hier haben wir das Tageslicht, deswegen strahlt es natürlich ein bisschen mehr. Kann ich auch natürlich mit der Gesichtshälfte reingehen, obwohl ich mir jetzt hier noch ein extra Licht hingestellt habe. So sieht das dann alles aus. Ich arbeite das noch ein bisschen mit dem Schwämmchen ein, damit es ein bisschen schöner verblendet ist. Meine Haut sieht richtig nass aus und ich finde auch mittlerweile passt sich die Foundation auch ganz gut an, ne? Eben dadurch, dass halt wirklich auch das ganze Gesicht jetzt entsprechend angemalt wurde. Ich verwende jetzt Puder. Es gab so viele verschiedene Puder und ich weiß echt noch nicht, welches ich nehmen möchte. Aber als erstes verwende ich hier das Brightening Under Eye Setting Powder. Da schwärmte, glaube ich, Maxim auch so von. Ich weiß gar nicht, welche Farbe ich habe oder ob es da überhaupt unterschiedliche gab. Soll halt einen richtigen Weichzeichner-Effekt geben. So, ich habe jetzt hier so einen Powderpuff. Da nehme ich mir das Produkt, was hier schon im Deckel ist, ein bisschen auf. Ne, habe das jetzt hier drin und damit sette ich jetzt hier unter meinen Augen. Das ist echt schön. Da jetzt auch noch ganz leicht was aufgetragen. Das gibt einen schönen Blurring-Effekt. Das mag ich. Und ich finde es halt auch ganz gut, dass das jetzt nicht irgendwie super gelb ist oder super weiß ist, weil das funktioniert bei mir nicht so gut mehr. Das hier ist tatsächlich eine ganz gute Sache, weil das so subtil ist. Wir haben eine leichte Färbung mit dabei, aber es ist halt nicht zu hell und nicht zu dunkel. Für mich ist es wirklich genau richtig so. Und das macht einen schönen Airbrush-Flawless-Effekt. Kannst du nicht anders sagen. Das finde ich schön, das werde ich auf jeden Fall öfters verwenden, ne? Ich habe jetzt noch ein loses Puder und ein gepresstes Puder. Mache ich eine Seite so? Ja, ich glaube schon. Hier habe ich nämlich das Setting Pink Powder. Das ist ja dieses ganz klassische, nicht ganz klassische, das ist das, was halt irgendwie aktuell alle Firmen rausbringen, ne? Und das wollte ich natürlich auch ausprobieren. Das wäre jetzt besser unter den Augen gewesen, denke ich mal. Hat auch noch so ein Powderpuff hier selber mit drin. Habe ich hier noch eine Folie drauf? Ja, hier ist noch eine Folie drauf. Da ist ja der Spiegel im Weg, ne? Soll man das dann auf den Puff machen oder so? Irgendwie so? Nee. Weil in den Spiegel reinmachen ist ja auch irgendwie dämlich, finde ich. Also ich habe jetzt hier noch so eine Folie, da mache ich das jetzt mal drauf. Das ist jetzt die Folie von dem Bronzer gewesen, ne? Ist wirklich ganz leicht rosa. Das ist aber stark beduftet. Holla die Waldfee. Und dann nehme ich hier den Puffel den hier so mal rein, arbeite das ein bisschen an meinem Handrücken ein und dann gebe ich mir das hier mal so auf die glowy Seite tatsächlich. Das nimmt alles an Glow weg. Das ist ja Wahnsinn. Der Highlighter kommt nur noch ganz subtil durch. Und ich sehe jetzt auch nicht aus wie rosa Schweinchen auf dieser Seite, ne? Also das ist dann translucent auf der Haut. Warum das dann unbedingt pink sein muss, verstehe ich dann jetzt in dem Sinne nicht. Aber gut, funktioniert bei mir auf jeden Fall richtig schön. Fühlt sich echt angenehm an. Wirklich überhaupt nicht, dass ich dieses cakey Finish oder pudriges Finish habe, ne? Sieht gut aus. Wo man sich dann natürlich die Frage stellt, wozu dann eine glowy Foundation? Aber naja, dann habe ich hier die nächste Pudergeschichte und das ist hier in so einer Verpackung drin. Ein veganer Presspuder für ein professionelles Make-up-Finish mit sagenhafter Durchschlagskraft. Also das ist halt echt die Sache, ne? Ich hau mir hier glowy Sachen drauf und dann sette ich das Ganze mit
super mattierenden Geschichten. Und damit sette ich dann hier diese Gesichtshälfte. Also dieses Pink Powder hat definitiv mehr mattiert als dieses hier. Hinterlässt beides ein schönes Finish. Mag ich beide gerne leiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich eher bei dem gepressten Puder. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Pink Powder dann auch eher geeignet ist für das Under Eye, für unter den Augen. Weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich ein Contouring Pressed Powder. Das ist dieses hier 03C Cool Nude. Jo, das sieht so aus. Ich glaube, das ist auch genau das, was Maxim sich da ausgesucht hatte, ne? Und damit werde ich jetzt mein Gesicht sowohl bronzen als auch konturieren. Holla, das sieht gut aus. Das funktioniert sehr schön. Ui, das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Das sieht schön aus, oder? Also für mich mit meiner kühlen, neutralen Haut ist das perfekt. Schön. Ich kann gar nicht aufhören, den aufzubauen. Ich muss aufpassen. Dann habe ich hier einen Blush und zwar in der Farbe 05 Wild Moment. Der ist wild. Ui, da muss ich aufpassen. Der ist stark pigmentiert, aber auch schön. Wenn man nicht allzu viel sich draufhaut, ne, dann ist es auf jeden Fall eine empfehlenswerte Sache. Aber der Blush ist richtig schön frisch. Den mag ich gerne leiden. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen viel auf der Nase. Egal, wir schaffen das. Der Augenlook wird hoffentlich etwas ablenkend sein. Augenbrauen, da habe ich mir auch was bestellt. In der Farbe 4. Ich bin gespannt, ob es passt. Cool Blond ist nämlich die Farbbezeichnung. Einfach ein Precise Brow Pencil. Und da haben wir einen Spoolie mit dran. Auf der anderen Seite eine herausdrehende Miene. Aber Cool Blond lässt mich tatsächlich schon mal hoffen, dass das Ganze auch wirklich kühl ist und jetzt nicht so aussieht, als würde ich mir gleich so richtig schöne braune, hellbraune Augenbrauen malen. Das passt ja bei mir einfach nicht. Ui, du kannst da richtig schön auch feine Härchen mit zeichnen, jedenfalls hier mit dem am Anfang, ne? Das ist sogar schon fast zu aschig für mich, entspricht aber tatsächlich meiner Augenbrauenhaarfarbe. Also ich finde, dass diese Augenbraue sehr natürlich und sehr gut aussieht, ne? Aber um ehrlich zu sein, ist es bei näherer Betrachtung tatsächlich ein Tick zu grau für mich. Also da muss ich noch ein paar Jährchen älter werden. Dann wird das tatsächlich auch meiner Haarfarbe richtig entsprechend sein, aber es sieht definitiv natürlich aus. Kannst nichts anderes sagen. Gefällt mir. Jetzt fixiere ich meine Augenbrauen mit dem Transparent Brow Gel. Das ist dieses hier. Mal schauen, wie fixierend das dann auch ist. Es riecht jetzt soweit nach nichts. Es ist sehr, sehr nass, wenn man das so aufträgt. Ja, jetzt muss ich natürlich gucken, wie das runtertrocknet, ne? So, der Auftrag hat ganz gut funktioniert. Sieht soweit so gut aus. Es glänzt nicht zu sehr und hat auch nicht so Stückchen gegeben. Schauen wir mal. Bin zurück mit einem bunten Look. Liebe ich. Seht ihr bei Claudis bunte Welt dann, ne? Das ist eine richtig schöne Kiste, muss ich sagen. Okay, Setting Spray habe ich hier auch noch am Start. Das Pro Setting Spray Ultra Light Transfer Proof. Auch hier 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Schnell trocknend. Erstmal wie der Sprühnebel so ist. Fein. Auch hier beduftet, aber angenehm. Das ist wirklich angenehm. Fühlt sich gut auf der Haut an und ich habe auch nicht das Gefühl, ich hätte jetzt irgendwelche Tröpfchen im Gesicht. Das ist immer positiv. Und ich finde übrigens, dass der Glow endlich wieder rauskommt. Ne? Der war ja schon so ein bisschen lost. Verwenden wir mal einen Eyeliner. Da habe ich hier den Long Lasting Liner und ja, der hat halt so eine Spitze, Leute, wie ich sie liebe. Das ist einfach so eine Pinsel-Eyeliner-Spitze. Schaut so aus. Und da hoffe ich jetzt natürlich, mir einen richtig schönen Liner mitziehen zu können. Da kommt echt gut Produkt raus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Laune verfalle, damit zu eskalieren. Aber richtig schön. Irgendwie gefällt mir diese Partie hier gerade auch gar nicht so gut. Ich denke, das liegt auch ein bisschen am Highlighter mit, ne? Also hier gefällt mir wirklich diese Concealer-Seite um Längen besser. Man sieht es ja auch aus der Nähe. Die Seite ist etwas crustiger, obwohl das hier ja der Creaseless Concealer sein sollte. Oder irre ich mich da? Ja, Creaseless Camouflage. Na toll, jetzt bin ich hier etwas zu sehr eskaliert und muss es hier jetzt auch wieder machen. Ja, dann heute mal mit Mega Liner. Wir haben verschiedene Mascaras auch dort zu finden. Da habe ich einmal die Make Me High Mascara und die Temptation Volume Drama Mascara, weil ich nur zwei Augen habe. Deswegen habe ich mich für diese zwei entschieden. Wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Bürstchen, aber es sind beides Gummibürstchen. Bei der Temptation Volume Drama Mascara haben wir eher ein bananenförmiges Bürstchen und hier bei der Make Me High Mascara ein gerades Bürstchen. Dann erstmal ein bisschen die Wimpern biegen, damit sie schon mal in Kontrolle genommen werden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich habe die Bürstchen eben vertauscht, Leute. Es tut mir leid. Also quasi bei der Temptation Volume Drama Mascara hatten wir das gerade Bürstchen und bei der Make Me High das bananenförmige Bürstchen. Und hier habe ich das Bananenbürstchen, hier das gerade Bürstchen verwendet. Und hier sehen wir dann einmal das Ergebnis, wobei mir die Drama Mascara auf dieser Seite einfach viel, viel besser gefällt, weil die
Make Me High, nicht so wirklich die Baba Voom Lashes macht, die ich gerne hätte. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach noch eine Schicht hiervon auftragen, also von der Temptation Drama. Es sind solide Mascaras, die beide nicht wirklich verkleben oder so, aber da habe ich tatsächlich von L'Oreal oder auch von Catrice Mascaras gesehen, die ich deutlich besser finde. Ich habe auch aktuell endlich wieder mein geliebtes Grande Lash Wimpernserum in Anwendung. Svenja Wahlberg war schon gut, hat wirklich auch viel Schönes gemacht mit meinen Wimpern, aber das Grande Lash ist einfach nochmal viel, viel besser. Buya Pachanga, das ist das, was ich haben wollte. Guck dir das mal an, voll die Puppenaugen. Bup. Liebe ich. Passt auch voll zum Look. Dann kommen wir jetzt mal zu den Lippen. Da habe ich einmal hier einen Lip Liner, den Iconic Matte Pencil in der Farbe 07 True Nude. Ich habe mir gedacht, dass der tatsächlich auch zu den meisten generellen Lippenfarben passen könnte. Erfreulicherweise ist das ein Lippenprodukt, hier geblieben, zum Hochdrehen, was ich sehr, sehr schön finde. Und den tragen wir doch mal auf. Der ist sehr peachy, aber unglaublich weich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon besonders. Es wird definitiv auch zu dem Augenlook passen, aber es wäre mir ein bisschen zu dezent. Aber es ist wirklich nude, ne? Es hat tatsächlich auch ein bisschen was Peachiges mit dabei. Und es wird richtig matt. Holla die Waldfee. Okay, ich möchte mir aber darüber noch etwas auftragen, und zwar den Latex Lip Gloss. Den habe ich hier in der Farbe Nummer 5 Icy Plum. Ja, ich hatte einfach Bock auf diese Lip Glosse. Ich bin jetzt ja nicht so der Liquid Lipstick Fan. Oh mein Gott, der riecht total beerig. Okay, hat ja auch so ein Lochfüßchen, ne? Und der hat auch irgendwie Schimmer mit drin. Ist gar nicht so deckend, wie der jetzt hier so rüberkommen würde in der Verpackung, weil die ist ja wirklich total beerig dunkel, ne? Passt besser zum Lip Liner als ursprünglich gedacht, ne? Aufregend. Aber gut, dafür habt ihr ja mich, dass ich eben solche Produkte teste und euch dann sagen kann, wie die wirklich auf den Lippen aussehen und dass sie dann eben nicht so aussehen. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt swatchen würde, ob der auf der Hand wenigstens so aussehen würde. Ja, schon irgendwie, ne? Also da macht der Lip Liner halt schon echt viel aus, ne? Aber es passt definitiv, mag ich ganz gerne leiden, und das ist jetzt auch einmal der fertige Look. Mir gefällt die Marke tatsächlich sehr, sehr gut. Ich darf mich jetzt nicht von der Lidschattenpalette abbringen lassen, abschweifen lassen. Das blitzelt auf den Lippen. Oh mein Gott, das stand da bestimmt irgendwo auch, ne? Oh Gott, ist das mit Chili oder so? Okay, Icy Plum. Oh, das ist mit Wärme. Meine Lippen sind gerade richtig warm geworden. Fazit. Highlighter wird weiter wandern. Der Concealer von dieser Seite, dieser Camouflage, wird auch weiter wandern. Die Mascara von dieser Seite wird auch weiter wandern. Die ist mir einfach zu wenig. Ansonsten bin ich ganz glücklich mit der Base, mit der Foundation. Den Bronzer, den man jetzt gar nicht mehr so intensiv sieht, aber der sich halt super mit meiner Haut so verbunden hat, ist richtig schön. Ebenso auch der Blush, den mag ich sehr gerne leiden. Das Puder, sowohl das Under Eye Powder, als auch das Pink Powder, als auch das gepresste Puder müssen nochmal jeweils so für sich ein bisschen ausgetestet werden. Der Augenbrauenstift bekommt jetzt tatsächlich auch weiterhin einen Platz in meiner Sammlung, und das Augenbrauengel ist hart geworden. Es fühlt sich sehr angenehm an, aber es ist einfach nicht so viel Produkt rausgekommen, was ich sehr schön finde. Das Fixing Spray hat einfach den Glow wieder herausgeholt, den das Puder vorher weggemacht hatte. Die beiden Primer gefallen mir alle beide wirklich gut, mag ich gerne leiden. Diese Mascara gefällt mir sehr gut, der Eyeliner ein Träumchen, und das Lippenprodukt, das muss noch ein bisschen jetzt mit mir Freundschaft schließen, denn erst waren wir Freunde durch das Ergebnis, aber jetzt gerade fängt es an, mir ein bisschen weh zu tun. Wohingegen ich den Lip Liner aber sehr schön finde, ne? Also alles in allem, dafür, dass es eine Marke ist, die jetzt komplett neu in der Drogerie ist und die ich jetzt selber einfach nirgendwo swatchen konnte, ausprobieren konnte, ist es doch gar nicht so verkehrt geworden, und die Farbe Swan passt. Man muss halt nur bedenken, dass danach halt noch ein paar andere Produkte aufs Gesicht kommen, um da halt ein Gesamtbild draus zu basteln, ne? Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Hattet ihr schon Erfahrungen mit NAM? Dann gerne in die Kommentare, teilt das mit der Community, denn Schwarmwissen ist immer besser als nur dieser eine Brain-Gedönsen hier vor der Kamera. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!